dass er das, dass er herausgefunden hat, dass er gut Game Broker oder so ist und dass sie dann kommt. Das ist logisch. Wer ist das? Keine Ahnung. Sehen wir uns das bei der Windmühle mal von oben an. Was? Jo, Leute, ich bin's hier, ich kommentiere das ein bisschen nach. Ich sehe ja schon im Hintergrund, dass es ziemlich laggt. Das ist auch ziemlich Ding, ich habe den Ton ausgemacht, dass ihr nicht dieses hört, ne? Dieses komische Faktor. Und ja, das geht jetzt ein bisschen. So, ja, eine Minute. Ja, ab dem Zeitpunkt ist mein Ton weggegangen. Also, das Aufnahmegerät hat wohl den Ton dann nicht, ab diesem Zeitpunkt dann nicht mehr aufgenommen. Ich würde es ja selber merken, ne? Weil ich nehme ja mit Headset auf und ich würde es selber merken, wenn, ne, wenn das Ton mehr aufnimmt. Und dann, wenn ich das spiele, das ist ja logisch, ne? Das wäre ja, wär blöd. Ne? Ich habe ja alles gehört, habe gedacht, yo, ist nix, ne? Weil ich höre ja, wenn mein Headset ausgeht, ich habe ja so einen Alarm, ne? Das kennt ihr wahrscheinlich, glaube ich. Und ja, da dachte ich mir zum Schneiden, yo, ist geil, auf jeden Fall. Einfach mal so, hört einfach mal ganz einfach mal auf, einfach mal einen Ton aufzunehmen. Fühlte ich mich ziemlich verarscht. Ich sehe, das leckt wie Sau. Hat mir... Ja, ne? So behinderte Scheiße. Und jetzt kapitiere ich nach. Ja, ich hätte jetzt auch Musik hinterlegen, hört ihr wahrscheinlich schon. Und ja, da ist richtig scheiße. Weil ich habe da eigentlich ziemlich viel geredet. Und ja, jetzt muss ich nachsprechen, was ich so gemacht habe. Ja, natürlich, wie immer. Alle umgeballert, festgenommen. Das kennt ihr ja schon. Weil ich meinen ersten überwältigt, nicht festgenommen, sondern einfach geschlagen. Das wollte ich jetzt einfach mal. Habe ich auch ein paar Mal gemacht. Ich werde es auch dann machen, immer wenn es mehrere sind. Das zu machen. Ja. Dann gibt's noch so drei Leute, dieses die Lupe, da den müssen wir festnehmen. Weil dann kriegen wir extra Punkte. Und ja, das ist schön. Ab dem Zeitpunkt läuft es wieder gut. Es läuft kein Ton. Ton nicht aufgenommen. Sah ich ziemlich geil. Also sah ich ziemlich erstmal dachte ich, jo, stimmt, was ich mit Kamtase nicht oder was ist das los? Dann habe ich auf die Aufnahme geschaut. Auch der Ton geht nicht. Dann haben wir bei Battlefield 4 mal das Problem. Wenn das einfach mal so richtig geleckt hat und dann einfach mal den Ton weg, das ich weiß nicht, also wieso auch immer. Das so ist, ich mache das jetzt so abends, jetzt schneide ich da. Ja, fand ich ziemlich geil. Und habe ich den nächsten nominiert. Ja, und jetzt komme ich dies nach. Und ja, ist scheiße, würde ich jetzt sagen. Dann haben wir ja gleich erst nach Befehl hier ausgeführt. Dann werde ich jetzt hier ein bisschen sneaky Mission machen und so ein bisschen sind auch die meine Leute so ein bisschen blöd, weil die einfach da durchrennen und einfach die Gegner machen einfach nichts dagegen. Das ist ein bisschen fällt, würde ich sagen. Da habe ich geschaut, ja, gucken, sind die mich jetzt oder was da los? Und dann ist eine Wand dazwischen. Und dann merke ich mir, oh ja, schnell weg da.
Mac 10 habe ich dabei. Das war ja schon im letzten Part so. Genau. Könnt ihr lesen. Auf jeden Fall werde ich jetzt immer nach der Aufnahme kontrollieren und dann wahrscheinlich dann wieder aufnehmen. Ab dem gewissen Zeitpunkt, wo dann das nicht auf... Oh. Ja, da habe ich einen Fehler gemacht und da wird rumgeballert. War ein bisschen fail. Aber naja, das muss man auch mal machen. Hier ein bisschen Geballer muss auch mal sein. Das ist ein Battlefield. Das ist halt das Bessere an, würde ich sagen, an Militär-Shooter. Weil du viel mehr Geballer reinbringen kannst. Ne? Aber... Oh, da habe ich schon einen Headshot gegeben. Aber naja, selber schuld, ne? Da habe ich kontrolliert, ob er irgendwas hat, aber hat er nichts. Ach stimmt, die Waffe habe ich gegriffen, genau. Genau. Aber ich dachte, yo, Alligator anschauen. Wen soll ich jetzt anschauen? Da ist ein Alligator. Wollte mich verarschen. So ein bisschen, habe ich ewig lang rumgesucht. Einen scheiß Alligator und noch irgendwelche anderen Beweisen. Ein Beweis war da noch. So 2 von 3 hatte ich dann da, glaube ich. Den habe ich einfach nicht gefunden, den letzten. Das war richtig behindert. Also, wahrscheinlich war ich zu blöd dafür. Oh, was war denn das jetzt gerade? War es wieder hier... Ah, da war es noch so ein kleines... Da habe ich ihn gefunden. Ja, da suche ich nach einem dritten. Habe ich ja für ewig nicht gefunden. Das ist echt ätzend. Vielleicht nicht ganz synchron, synchron, ich weiß nicht. Mal schauen. Werdet ihr ja dann sehen. Es geht ja eine halbe Stunde davon, ne? Muss ich einfach nachkommentieren. Ja. Ja, der ist gerade kacken. Jetzt wird der Spukultur, wo ich es treffe. Schon wieder, jetzt passiert wieder ein paar Mal, jetzt passiert es wieder. Bop. Geil. Finde ich ziemlich aufregend. Da rede ich, glaube ich, da habe ich, glaube ich, gerade geredet, hat man gehört, glaube ich. Also ich habe mich da ganz nicht gehört. Das wieder. Also ich weiß nicht, irgendwie das ist scheiße so ein bisschen. Jo. Jetzt suche ich nach dem dritten Ding, aber ich hab's einfach nicht gefunden, ich war einfach zu blöd dafür. Wahrscheinlich. Also richtig zu blöd dafür. Da hat es irgendwie gepiept, aber dann habe ich es irgendwie nicht gefunden. Ja, was will der jetzt von mir? Ach, ich habe es nicht gefunden. Das war echt, richtig, Bullshit. Für mich, gar. Auch ziemlich lange gebraucht, ja. Ich habe gesagt, ja, kein Bock mehr. Ist es soweit? Ich habe gesagt, ja, ich habe keinen Bock mehr. Los.
da habe ich hier, gesehen. Geh aber weiter. Ich dachte, nee, doch nicht, hier noch nicht weiter. Inferno. Ah, ich glaube, ich weiß jetzt, was die Inferno da gemeint ist. Da muss ich mal ein bisschen auf. Ich glaube, da habe ich einen Sniper. Und snipe einen weg. Also No-Scope-Sniper. Ich habe kein Visier ab. Ich bin dann wieder. Jetzt kommen wir zweimal. Dreimal, viermal. Sehe ich gerade. Ja, aber ich glaube, ich mag noch Munition nehmen. Was bringt. Aber glaube ich genommen, oder? Habe ich es genommen oder nicht? Ja, ich habe es genommen. Einfach mal genommen. Ah, ich denke, ja. Dann habe ich auch wieder weggesnappt. Ich habe den ersten Schuss habe ich ja voll verkackt. Ne, Headshot, wirklich. Ja, voll verkackt. Ich dachte, ja, gleich mal schießen, ne? Erstmal nachladen. Oh, Headshot. Hat weitergelebt, der Wichser. Der hat überlebt. Ja. Ne, der ist hingeflogen. Ah, der ist reingeflogen. Na, ja, da kann man schön, hier. Schön Bier trinken, ne? So ein bisschen hin. Darf ich ein bisschen so... Ja, ein bisschen Bier trinken, ne? Irgendwie zwei, so. Zwei Bier. Ah, den Sturm, den hab ich wieder hin. Oh Mann, ey. Zwei Bier habe ich getestet, ob die kaputt gehen, die Dinger. Aber es ist auch schön. Gehen sie kaputt. Das Ganze. Ich hätte jetzt wirklich gedacht, dass es nicht kaputt geht. Da habe ich irgendwas... Ah ja, genau, da habe ich so wissen, ja, Headshot war's, ne? Ja, ja. Was willst du machen, ne? Lappen. Jetzt fahre ich wieder hier durch den Sub, ne? Also wieder nix los. Ah, doch. Sequenz. Ich wieder. Hopp. Jetzt ist das Land übrigens angedauert. Bin ich. Ich bin mal still und lass die Musik mal da. Was geht los? Jetzt sind wir im Miami Aquatic Stadium. Was ist der Expert Level 7? Das sind ja auch Autos oder? Boah. Und da habe ich überlegt, ja, soll ich die Sniper mitnehmen oder nicht? Und dann habe ich gesagt, ja, okay, lang. Lassen uns die Sniper nehmen. Also haben wir überlebt, dann nehmen wir die Sniper oder nicht. Ja, jo, okay, doch, Sniper. Sniper! Nehmen wir die Sniper. Oder sind wir noch zurückgelaufen? Nee. Nee. Das sind wir nicht. Da will ich wieder sneaken. Sneaken schön. Schon mehr Spannung hier oder BAM! Leider muss man jetzt hier so scannen, das ist ein bisschen... Ja, ist neu, aber... Oh, da hat mich einer gesehen, ja genau, da beginnt jetzt die Jagd, ey. Oh, shit. Geht da lang? Komm, geht da lang? Ich sehe, ah, okay, der geht da hoch. Runter. Und wir den noch bewältigen. Dann dreht sich um. Ich bin. Wird dann nochmal gesehen. Von allen irgendwie. Versteck mich dann dort. Und versteck mich dann hinter diesem Ding. Und das ist wirklich. Also die Dummheit der NPCs ist manchmal so zu spüren. Und dann die sehen die, ne? Und die machen einfach nichts. Die ballern nicht auf die oder so. Oder auf mich. Ist das so unlogisch? Da kommt der eine und denkt mir, oh shit, wo kommt der hin? Und dann, oh ja, da kommt der hin, ja. Ich will überlegen.
schön hier in die Fresse gegeben. Beim nächsten, meine Freunde. Und das bin ich crazy. Aber so umgehauen. Genau. Einfach mal so umgehauen. Aber die andere läuft ganz chill und die ballern nicht auf die. Ist doch so dumm, ey. Also das ist ein. Ne? Das sieht man doch, Mann. Das sieht man doch, oder? CCS. Wie geht's nochmal hoch hier? Ich darf heute den Alarm nicht einschalten, weil sonst... Joa, gibt's Buddy. Wie es gesagt hat. Hat sie schon gesagt oder? Ist der kleine Dinger da. Das ist richtig behindert. Da dreht er sich um, der Wichser. Das ist richtig behindert. Läuft er einfach durchs Feld, ne? Und macht nichts. Also... Vielleicht ein bisschen die Logik von dem PC vielleicht erklären, oder vielleicht mal, dass sie mal logisch denken und einfach mal nicht zu den Kindern geht. Bin ich hoch. Da oben sieht mich da. Andere sind mich, genau, dann sind mich die nicht. Oh ja, oh shit. Ja, da war ich in der Zwickmühle, denke, oh shit. Oh fuck, jetzt musst ja Glück geben. Oh, jetzt haben sie mich entdeckt, die Wichser. Und da habe ich aber bei No Scope, es hat geleckt, ey, was ist das? Ja, No Scope, ne? Und dann. Sowas, ja klar, du kannst einfach drücken. Ja. Und da kommen jetzt die Wichser mit dem Fahrzeug. Hey, jetzt hör mal auf mit dem Scheiß. Geil, macht einen Schuss und dreht sich zum Gegner. Wichser des Geistes, oh, Gwent, Granit. Ein paar geworfen, die Wichser. Hier anhöher, denke ich mir, oh, er läuft doch. Ah. Ja. Alter, kein Headshot, ey, das ist... Ich denke mal, dass ich finde, dass so Plätze oder so besser nach zu kommentieren ist als das Battlefield, finde ich. Habe ich geschaut, ob ich ins Auto neigen kann und habe eine neue Waffe vorgeschaltet, die OMP45.
Nee, der hat uns natürlich nicht getroffen, ne? Und Batz und zack. Bam. No. Ja, Bullen. Hm, und dann kommen wieder falsche Freunde und so, und dann kommt die Situation, wo ich denke, wo ich nachgedacht habe, yo, man ist jetzt ernst, und dann am Ende dieser Folge werdet ihr sehen, was ich mit meinem. Wenn die natürlich wissen, ich weiß natürlich nicht, wie ich die, ne? Also ich weiß nicht, ich habe bisher noch nicht aufgenommen, ja. Ich habe eine Stunde dieses Kapitel aufgenommen, das ist normal, das sind ja zwei Folgen, ne? Das ist... Na, pass auf. Und da wird jetzt das richtige Baller losgehen, Leute. Aber euch alle gefreut habt auf richtiges Geballere. Aber natürlich muss ich das nachkommentieren. Mich alle in die Fresse halten. Alle umbringen. Und in die Fresse schießen. Natürlich, ne? Okay, dass ich da eine Pistole habe, aber dann... bei Pistole habt beim Videosequenzen, aber dann da so eine Mac-10 oder so. Da wollte aber nicht sterben, der Wichser da hinten. Das ist unglaublich, wie viel die halten. Und sich hier wegspielen. Da habe ich einfach voll die geschossen. Endlich ist er mal tot, der Wichser, ne? Das ist... Puppengeballere pur! Mal hier markiert, um Punkte abzusagen. Genau. Schnell die Treppe hoch, ne? Ja. Dann nehme ich wieder meine Standardwaffe. Ein bisschen so die Story danach zu gehen. Weil ich bin so, das alles stimmt hier. Das ist die Waffe. Das gibt Ballere. Ratata. Wie schade, dass jetzt echt nachkommen muss, weil nicht jetzt die Action raus ist, weißt du? Das ist das Problem. Nachkommentieren Gameplay, ja, aber mit einem Thema, weil ich mir jetzt da hier ein Thema rein, weil was für ein Thema soll ich da machen? Ja. YouTube, ja, wir haben neue Pläne. Auf jeden Fall, oh, da muss ich weg hier. Wie Damage. Hab dann wieder voll live, wie so. Ne? Dann gehe ich wieder runter, um Mini zu holen. Und ja, wir haben neue Pläne. Auf jeden Fall ein Projekt machen wir. Wir werden wahrscheinlich das dann aufhören. Da sind natürlich wieder drei dabei, sehr wahrscheinlich. Wenn jemand nicht mitmachen will, ne? Auf jeden Fall ein Team Play sein.
hätte nicht viel verraten, so. Weil es ja noch nicht ganz feststeht, ob wir das überhaupt machen. Und bla bla bla. Und das müssen auch jeder Zeit finden, ne? Das ist halt das, ne? Und ja. Das ist das, ne? Da schau ich, ob es irgendwas gibt, weil da ist irgendwas. Das ist das, da ist die Karte. Das habe ich gefragt, dann ist die auch komisch drauf, Alter. Geht einfach sterben. Jo, oh, hier jemand und BAM! Mit der Shotgun da. Das ist die beste. Also wenn ich eine Granate hätte, würde ich, hätte ich da reingeschmissen. Ah, das, wo ich gesagt habe, das wäre eine geile Map eigentlich. Wirklich eine geile Map eigentlich. Das, wo man spielt dann, ne? Das wäre eine richtig geile Map eigentlich. So in diesem Haus da und dann Team Deathmatch und Rettung. Rettung wäre ziemlich geil. Aber da wäre halt die Gangster ziemlich im Vorteil, finde ich. Was ich auch immer finde, weil ich finde, die Defensive sind einfach viel besser. Das ist einfach so. Ja, okay, Defensive ist immer ziemlich gut, man steht sicher, ne, aber Bayfield macht das ziemlich gut aus. Du musst schon wirklich ein starkes Team haben, um dann Angriff zu gewinnen. Weil ich glaube, so ein normales Team gewinnt dann die defensive Mannschaft. Ja. Dann hab ich gesagt, oh, ich bin im Klo. Ja, am Kacken hier. Ja, ja. Ist das so? Muss man auch mal. Dann hab ich gesagt, yo, hier wäre mal so ein geiles Versteck für Shotgun einfach, ey. Einfach da stehen bleiben und einfach warten. Bam. Ja, so. Ja, und dann kommt das Hilfe, der Zweifel. Ja, da ist der nix sauer und denkt, yo. Ja, und da komme ich dann in Selbstzweifel. Habt ihr jetzt aber nicht dann die Kapitel Episode 3 fertig? Und dann sind 4 hier. Geht dann. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal zu einer weiteren Folge von Bildhaben. Oder auch irgendwas anderes. Und ich sage dann, bis denn und ciao.